Die Atomlobby will uns immer wieder weismachen, dass Atomkraft beim Klimaschutz helfen würde, bis die erneuerbaren Energien ausreichend ausgebaut sind. In der Realität sieht es so aus, dass die Energiekonzerne den Ausbau erneuerbarer Energien blockieren, wo sie nur können. Das sind ungelebte Konkurrenten. Mit Atomkraft ist die Energiewende nicht zu schaffen. Mit abgeschriebenen Atomkraftwerken lässt sich in der Tat Strom billig erzeugen, für gerade mal 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Doch so billig kommt der Strom nicht bei uns Kunden an. Der Strompreis bildet sich auf dem Markt, da liegt er zurzeit so bei 7 bis 8 Cent. Und die Differenz, die streiten sich die Konzerne ein, 10 Milliarden Euro jedes Jahr. Und es ist natürlich kein Wunder, dass sie jetzt den Ausstieg aus der Atomenergie mit allen Mitteln noch verhindern wollen. Der Betrieb von Atomkraftwerken birgt ein enorm hohes Unfallrisiko. Die Reaktorkuppel ist nicht mal gesichert gegen den Absturz eines Kleinflugzeuges. Die meisten Anlagen sind in den 70er Jahren gebaut worden, beruhen auf einer Technik der 60er. Das macht sie garantiert nicht sicherer. Und auch die Unfälle von Forsmark, von Brunsbüttel, von Krümmel haben uns immer wieder an das hohe Risiko dieser Technologie erinnert. Waren wir das erste Mal hier und machen sozusagen Revival jetzt als Familie. Das ist ja so ziemlich die größte Aktion, die jetzt in den letzten Jahren so gestartet wurde, seit Berlin. Und ich würde sagen, dabei sein ist einfach Pflicht, wenn man was erreichen will. Und jetzt geht es ja um die Frage, ob man die Laufzeiten verlängert oder nicht. Und da die Entsorgungsfrage immer noch nicht gelöst ist, bin ich absolut dagegen, dass auch die Verlängerung stattfindet. Und mit so einem Ding nicht. Dafür bin ich hier. Als Protest dagegen, dass das endlich abgeschaltet wird. Ich glaube, wenn man solche Aktionen einfach macht, dass dann auch, also in Berlin, dass man das dann mitkriegt und dass sie dann einfach darauf reagieren müssen. 120.000 Menschen haben es hier an diese Strecke geschafft, haben ein eindeutiges Zeichen an die Regierung, an die Konzerne gesandt. Die Menschen im Lande wollen nicht, dass wieder auf Atomkraft gesetzt wird. Die Menschen im Lande wollen auf Sonne, Wind und Wasser umsteigen.